Sie schon mögen, diese kleinen Autos mit viel Power und der bestechenden Agilität und meist guten Wendigkeit. Nun hat Hiboxing ein neues 1:16 Auto rausgebracht, den 16889. Ein Monster Truck im 1:16 Format. Doch ob das Auto sein Geld wert ist, möchte ich heute mit euch zusammen in diesem Video eruieren. Viel Spaß! Angefangen beim Design gefällt mir der 1:16 Hiboxing wirklich sehr gut. Besonders die sehr hellen, im Lieferumfang enthaltene LED lassen das Auto noch einmal deutlich cooler und flinker aussehen. Und selbst bei Tageslicht sind die LEDs sehr hell. Das Fahrzeug ist robust gebaut, besitzt eine relativ dicke Karosserie samt stabilen Unterboden und zudem auch eine stabile Konstruktion. Durch diese Attribute macht der 16889 seinem Monster Truck Namen schon einmal alle Ehre. Außerdem gefällt mir das betont Monster Truck typische Auftreten sehr gut. Auch steht dem Kunden die Wahl offen, ob er sich für das dunkelgrüne oder das blaue Modell entscheidet. Ich habe beide Modelle hier und muss sagen, dass mir das dunkelgrüne Modell ein wenig besser gefällt, dafür aber das blaue noch ein bisschen mehr auffälliger ist. Man freut sich einfach, wenn man das Auto sieht und positive Reaktionen auf das Fahrzeug von Passanten sind quasi schon vorprogrammiert. Das Design, die coolen Aufkleber und nette Details wie die teils orangefarbenen Reifen und das coole Auftreten versprechen also rein vom subjektiven Eindruck schon einmal viel. Was mir aber leider negativ aufgefallen ist, war, dass das Auto inklusive der meisten Verschleißteile hauptsächlich aus Plastik und nicht aus höherwertigem Metall gebaut ist. Bisher habe ich damit aber keine Probleme gehabt. Und auch Sprünge hat das Auto bisher rein von der Stabilität her sehr gut ausgehalten. Kommen wir zum Fahrverhalten und dem Akku. Der Fahrspaß ist gigantisch, wirklich gigantisch. Besonders die hohe Geschwindigkeit und das starke Drehmoment machen einfach sehr viel Spaß. Die Geschwindigkeit beträgt 37 km/h, so zumindest der Hersteller, und das ist für mich auch vollkommen ausreichend. Ermöglicht wird dies alles durch den 390 Brushed Motor, der, obwohl er kein Brushless ist, mega Laune gemacht hat. Auch ein Vorteil ist, zumindest subjektiv, dass die Reifen ein wenig durchdrehen bei Vollgas aus dem Stand, was zwar kein Vorteil für das Auto beim Fahren sein wird, jedoch einen den Eindruck verschärft, dass das Auto tatsächlich 37 km/h schafft. Fahrspaß bedeutet für mich jedoch auch, dass die Fahrzeit nicht zu kurz ist. Da ist der zweite Akku sehr fördernd, weil man diesen schnell mit dem leeren tauschen kann und dann gleich wieder weiterfahren kann. Dieses Feature erhöhte für mich das Fahrerlebnis enorm. Mit beiden Akkus konnte ich eine reine Fahrzeit von gut 60 bis 90 Minuten erreichen, je nach Fahrstil. Die beiden Akkus luden mit meinem privaten Schnellladegerät in gerade einmal 15 bis 20 Minuten pro Akku wieder auf. Leider ist das mitgelieferte Ladegerät deutlich langsamer und braucht hierfür jeweils 2 Stunden. Also plant diese Zeit schon einmal ein, falls ihr das mitgelieferte Ladegerät verwenden wollt. Driften kann der Monster Truck super, ganz zu schweigen von der schnellen Beschleunigung und dem angenehmen, dezenten Sound. Durch die typisch für einen Monster Truck großen Reifen besitzt das Auto viel Traktion und kämpft sich so auch im Gelände sehr gut durch. Selbst in einem Duell gegen meinen 1:8er Abziehmer konnte sich der kleine 1:16er außergewöhnlich gut schlagen. Doch dazu mehr in einem anderen Video. Einzig negativ ist mir noch aufgefallen, dass der 1:16er leider keine Ölfederung besitzt und somit bei Sprüngen der Unterboden fast immer auf dem Boden aufkommt, was natürlich nicht so toll ist. Die Federung ist schon okay, aber eben nur okay. Man kann also sagen, dass mir der Fahrspaß wirklich enorm gut gefallen hat und ich es teilweise sogar vorgezogen habe, anstatt mit meinem 1:8er zu fahren. Die Fernbedienung hat eine angenehm hohe Frequenz bzw. Reichweite, was ich sehr gut finde. Genauso gut finde ich, dass man den Lenkwinkel und die Geschwindigkeit für das Auto je nach Bedürfnis einstellen kann. Sehr nützlich. Ein kleiner Wehmutstropfen ist, dass sich die Fernbedienung nicht ganz so hochwertig anfühlt, was für den niedrigen Preis aber vollkommen okay ist. Das Auto selbst fühlt sich als sehr hochwertig an. Ich möchte noch kurz loben die schnelle Reaktionsgeschwindigkeit der Fernbedienung ansprechen, die bei mir wirklich perfekt und extrem schnell geklappt hat. Kommen wir als letztes noch zum Preis. Dieser betrug für meine beiden Testwagen jeweils 90 Euro und ist somit nicht allzu teuer. Man sollte auch bedenken, was man für sein Geld alles kriegt. Da wären zum einen die 2000 mAh Akkus, die bei mir wirklich hervorragend gehalten haben, und der wahnsinnig große Fahrspaß, das atemberaubende Design und die gratis mitgelieferten sehr hellen LED. Für mich sind es die 90 Euro für das also mehr als nur wert.
Wer es auf der Suche nach einem tollen Fahrspaßauto für unterwegs ist oder einfach gerne für weniger Geld optimalen Fahrspaß erleben möchte, ist hier genau richtig. Ja, wenn dir das Video gut gefallen hat, lasst mich doch gerne durch ein Like oder ein Abo wissen und schreib auch gerne deine Meinung zu dem Video in die Kommentare. Jede zweite Woche, Sonntag 18 Uhr, werden hier auf meinem Kanal neue Videos zu ferngesteuerten Autos oder im ganz generellen hochgeladen.